Was geht? Was geht? Ich kiffe. Ich wollte damit aufhören, aber ihr wisst ja, wie es ist, Dinge hinzukriegen, wenn man bekifft ist. Für die, die es nicht wissen, kiffen ist so ein Zustand, wo man sich so tiefgründige Fragen stellt, wie: Warum bin ich bekifft? Ich glaube, ich habe echt einen Witz vergessen. Es ist echt schwer, Dinge hinzukriegen, wenn man bekifft ist. Das Schwerste ist daten. Das ist anstrengend, bekifft zu daten. Ich werde dann immer so paranoid. Warum mag die mich? Irgendwas stimmt doch nicht mit der. Vielleicht arbeitet die für die GEZ. Und dann stellt sie so Fragen wie: Und? Schaust du auch gerne Filme? Und du überreagierst voll. Ich hab dir doch gesagt, ich hab keinen Fernseher. Deswegen dachte ich, es ist besser, mit einer Kifferin auf ein Date zu gehen. Weil dann sind wir wenigstens das gleiche Paranoia-Level. Das habe ich einmal probiert und das war auch nicht so cool. Die hat die ganze Zeit einfach nur gefressen. Und dann ist sie eingeschlafen. Der Sex war trotzdem nicht schlecht. Oh. Das beklatscht ihr. Kiffen ist ja illegal. Was heißt, wenn du was zu kiffen besorgen willst, musst du dich ins kriminelle Milieu begeben. Du musst die ganzen coolen Sprüche drauf haben, wie: Sehe ich so aus wie ein Bulle oder was? Ist ja nicht so schwer, Kiffer zu erwischen. Spätestens am Kiosk, wenn sie diese langen Blättchen kaufen. Ich meine, es gibt niemanden, der da steht und denkt: Ach, der Typ. Der raucht einfach gerne richtig lange Zigaretten. Ich frage mich, wenn die Kiffen legal machen, ob die auch so diese Warnhinweise wie bei Zigaretten auf die Verpackung machen. Ich meine, es ist noch niemand am Kiffen gestorben. Ich frage mich, was sie dann draufschreiben. Achtung, macht extrem chillig. Oder in England haben die auch so Bilder von so einer schwarzen Lunge oder so. Vielleicht haben die dann so ein Bild von einem Typ auf einer Couch mit einer Chipstüte auf dem Kopf. Ich habe endlich einen guten Dealer gefunden. Bio. Man muss ja auf seine Gesundheit achten. Aber ich habe Angst, zu dem Dealer zu gehen, weil du kannst da nicht einfach nur hingehen und wieder gehen, weil sonst fällt es auf, weißt? Deswegen musst du da eine Weile bleiben. Und wie es so kommt, müssen immer mehrere Leute eine Weile bleiben. Und es sind alles Kiffer. Also wird gekifft. Es sind aber so krasse Kiffer, weißt? Ich habe gedacht, ich bin krass. Aber die sind noch viel krasser. Die rauchen so riesen, die bauen so riesen Joints, so. Ja, so wie Karotten. So riesen Karotten-Joints. 4 bis 5 in der Runde. Ich bin dann so bekifft, kann mich kaum bewegen. Meine Gedanken sind nur so. Irgend so eine Tierdoku läuft auf dem Fernseher ohne Ton.
kannst dich nicht bewegen. Eine Runde geht, die nächste kommt. Und so können Jahre vergehen. Ja, ich weiß nicht, wie lange ich hier oben bin, aber ich glaube, ich muss gehen. Vielen Dank.